In dieser Einheit hören Sie die wesentlichen Aufgaben von Bauherren in der Strategie- und Initiierungsphase und die Methoden, die Bauherren anzuwenden haben, dass sie dort ein gutes Fundament für ein Bauprojekt legen. Zu Beginn möchte ich Ihnen nochmal darstellen, dass der Bauherr und Nutzer dem Markt, dem Immobilienmarkt gegenübersteht. Das heißt, den Planern, den Errichtern, den Finanzierern und den Betreibern. Wesentlich ist, dass er dort eine klare Bestellqualität definiert, dass er sein Bauprojekt organisiert und dass er weiß, wie er es finanzieren will. Um das zu tun, hat er jetzt ein Fundament zu legen. Und dieses Fundament nennen wir Bestellqualität. Bestellqualität ist schlichtweg zu wissen, was man braucht. Kulturell, sozial, organisatorisch, aber auch wirtschaftlich. In Bezug auf Wirtschaftlichkeit geht es uns nicht nur darum, die Investition zu definieren, sondern die Auswirkungen der Investition langfristig abzutesten. Also Lebenszykluskosten zu definieren, die Frage zu stellen, wie belastet diese Investition mein Unternehmen in den nächsten Jahren, in jedem Jahr? Also es sind Abschreibungen, aber auch Betriebskosten dabei zu berücksichtigen. Auf der Seite der ausführenden Unternehmen, und das ist der Übersetzungsprozess, der hier stattfinden muss, ist die Objekt- und Servicequalität das, was dort sozusagen an Bestellung ankommen muss. Diese Übersetzung und diesen Prozess möchte ich Ihnen heute in einigen tiefergehenden Folien erläutern. Wir befinden uns also, wie in dem Gesamtprozess schon erläutert, in dieser Phase, die in sehr vielen Bauprojekten gar nicht stattfindet. In der Strategiephase die Grundlagen zu schaffen, was will ich denn eigentlich? In der Initiierungsphase in die Tiefe zu gehen, ein Nutzerbedarfsprogramm aufzubauen, um für die entsprechenden verantwortlichen Immobilienprozess auch eine klare Vorgabe zu definieren. Immer anforderungsbezogen ist wesentlich. Wie Sie bereits in der letzten Einheit bei Professor Achammer gehört haben, hat der Bauherr eine Organisation aufzubauen. Es ist ja ein Unternehmen auf Zeit und er entscheidet jetzt oder hat zu entscheiden, wen er in die Projektleitungsrolle setzt und wie er diese Managementrolle, also letztlich die Geschäftsführung des Bauprojektes aufzubauen hat. Er muss entscheiden, welche Dinge er selbst machen will und welche er fremd vergibt. Insbesondere auf dieser Prozesssteuerungsebene ist es wichtig, diese Entscheidung zu treffen und später auch für die Abwicklungsmodelle und Beschaffungsmodelle klar zu kriegen, welche Dinge ich wie zusammenfassen will. Wenn Sie ins Detail einsteigen, in die Bestellqualität, müssen Sie sich vor Augen führen, wie ist im Kerngeschäft ein Unternehmen normalerweise geführt. Wenn Sie sich eine Aufbauorganisation anschauen, dann haben Sie dort Marketing, kümmert sich um die Marke eines Unternehmens. Sie haben Organisationsabteilungen, Sie haben Controllingabteilungen, wo es um Finanzen geht und Sie haben Personalabteilungen, wo es darum geht, Mitarbeiterführung zu organisieren. In einem Bauprojekt geht es jetzt darum, diese Anforderungen des Kerngeschäfts in diesen Verantwortungsbereichen zukunftsorientiert auf den Punkt zu bringen. Also es geht darum, zum Beispiel zu wissen, wie schaut meine Marke in Zukunft aus in Bezug auf mein Unternehmensumfeld. Wie werde ich in Zukunft meine Organisation aufstellen? Wie werden die Prozesse sein, die für mich wichtig sind? Wie wird die Flexibilität die notwendige sein, die ich zu organisieren habe? In Bezug auf meine mitarbeiterbezogenen Ziele werde ich mir die Frage stellen, wie kann ich denn Menschen finden? Wie kann ich sie binden im Unternehmen? Wenn ich da auf die Herausforderungen der Wissensgesellschaft und beispielhaft auf die Generation Y verweise, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass das eine sehr große Bandbreite an Anforderungen ist, die jetzt hier auf den Punkt gebracht werden muss. Und wenn man die Finanzvorstände und die Controller fragt, dann wird man eben hören, was kann sich das Unternehmen in der Zukunft leisten? Und zwar heruntergebrochen auf Vollkosten, auf Jahresannuitäten. Also es wird in Zukunft eben darum gehen, die Abschreibung, also die Kapitalkosten und die entsprechenden Bewirtschaftungskosten addiert zu prognostizieren, um eine Entscheidung herbeiführen zu können in dieser Phase. Wenn Sie das alles definiert haben, dann wird es darum gehen,
den Übersetzungsprozess in die Anforderungen an ein nachhaltiges Gebäude zu bewerkstelligen. Und dort ist es wichtig, dass Sie nicht Anforderungen mit Lösungen vergleichen, also dass Sie jetzt nicht sagen, und hätte ein Gebäude mit Glasfassade gern und ich würde gerne eine Haustechnik haben, die in der Art und Weise gestaltet ist, also in Lösungen beschrieben, sondern dass Sie auch dort in Anforderungen bleiben. Und dort können wir Anleihe nehmen an Strukturen von Zertifizierungssystemen, zum Beispiel wie es die DGNB bietet oder wie es in Österreich DQB bietet. Wir können dort Strukturen finden, die uns Standortqualitäten als Kriterienset vorgibt, die uns funktionale Qualitäten definiert, die uns konstruktive Qualitäten definiert, die uns Ansprüche an Form, an Corporate Architecture formulieren lässt oder die Servicequalität in dem Gebäude formuliert. Das alles auf dem Fundament der drei Säulen der Nachhaltigkeit, also die ökologische Qualität, die soziokulturelle Qualität und die entsprechende ökonomische Qualität. Das alles ist sozusagen in ein Kriterienset zu packen, das dann auch der Fachplaner, der Architekt oder später der Errichter oder der Betreiber verstehen. Also es geht um diesen Übersetzungsprozess aus der betriebswirtschaftlichen Sicht in die Sicht sozusagen der Bauindustrie. Und zu guter Letzt ist es wichtig, jetzt herauszufinden, wie schaut denn der Prozess aus? Wie schauen die Risiken aus, die ich auf dem Weg habe? Wie schauen meine eigenen Ressourcen aus? Wie soll ich dieses Bauprojekt realisieren? Und wie stelle ich es auf als Unternehmen auf Zeit? Wenn wir sozusagen eine Ebene tiefer schauen, was passiert in der Bedarfsplanung, dann kann man sagen, es geht darum, Strukturen zu ermitteln über Standards, sowas wie im Lego-Baukasten. Das heißt, man definiert Raummodule, man übersetzt die in Strukturen und arbeitet sich sozusagen von innen nach außen in ein virtuelles Gebäudemodell. Es entstehen auf der einen Seite Funktionsschematas und auf der anderen Seite Flächenprogramme. Das heißt, ich definiere mein Projekt sowohl strukturell als auch quantitativ. Und wenn ich dem jetzt über die vorher angesprochenen Bau- und Ausstattungsqualitäten messbare, aber auch kalkulierbare Qualitäten gebe und das Ganze dann mit Servicequalitäten noch in Form von wie will ich bedienen, welche Verfügbarkeit will ich haben, wie schauen die infrastrukturellen und technischen Services aus, zusammenführe, dann habe ich die Grundlagen, dieses Projekt auch zu kalkulieren. Wesentlich bevor der erste Strich in der Lösung gemacht wird. Der Bauherr beschäftigt sich ganzheitlich mit seinem Nutzerbedarfsprogramm und fragt sich, kann ich mir das überhaupt leisten? Um diese Frage, kann ich mir das überhaupt leisten, beantworten zu können, ist ein auch in manchen Bauprojekten nicht übliches Berechnungsverfahren der Lebenszykluskosten erforderlich. Wichtig ist dabei, dass ich erstens genauer rechne, wie es im üblichen Planungs- und Bauprozess Realität ist, weil wenn Sie in die Gebührenordnungen von Architekten reinschauen, dann ist in der Grundlagenermittlung eine Unschärfe von 30% in der Investition eher die Regel. Auch im Vorentwurf und im Entwurf ist die Unschärfe noch sehr groß und darauf kann kein Unternehmen eine Entscheidung aufbauen. Darüber hinaus ist es wesentlich, nicht nur die Investitionskosten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch die Betriebskosten genauso zu berechnen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Boden einbaue, was kostet die Reinigung? Wenn ich eine Fassade plane, wie schaut der Unterschied zwischen Fassade 1 und Fassade 2 in der Reinigung aus? Wenn ich ein komplexes Haustechniksystem baue, dann interessiert mich nicht nur die Energie, die dafür eingesetzt ist, sondern mich interessieren auch die Wartungskosten, die Ersatzinvestitionen über die Zeit. Also alles das, was dann letztlich die Vollkosten ausmacht. Und so kann man, wie in diesem Beispiel dargestellt, sehen, unterschiedliche Alternativen haben unterschiedliche Kosten, sowohl über den gesamten Lebenszyklus als auch in der Jahresannuität, die sich letztlich auf die Bilanz des Unternehmens dann auswirkt. Wenn das alles gemacht ist, dann hat der Bauherr noch dafür zu sorgen, dass die Finanzierung aufgestellt ist. Und da hat er zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann er auf die Unternehmensbonität abstellen, das heißt, er investiert als Unternehmen
Und dort stellt er sozusagen nicht das Projekt, das Bauprojekt in den Mittelpunkt, sondern das Unternehmen nimmt einen Kredit oder es zahlt das Projekt überhaupt aus der eigenen freien Liquidität. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, Projektfinanzierung zu bekommen. Das bedeutet, dass die Bonität auf das Projekt abstellt. Im zweiten Fall wird das Finanzierungsinstitut natürlich sich das Projekt genau anschauen. Es werden weitere Kriterien notwendig sein, nämlich zum Beispiel die Drittverwertbarkeit. Weil wenn ich sozusagen ein Projekt, das ja einen Betrachtungszeit von 30, 40 Jahren hat, auf die Projektbonität abstelle, dann ist natürlich die Sicherheit, die eine Bank hat, ob ein Unternehmen 30, 40 Jahre in dieser Struktur überleben wird, nicht so groß. Und man muss auch sozusagen den Fall untersuchen, was wäre, wenn dieses Unternehmen die Lebenszeit des Gebäudes nicht überlebt. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Bauherr in dieser Phase das Fundament für ein lebenszyklusorientiertes Projekt legt. Die Kosten in dieser Phase sind vergleichsweise niedrig, die Kostenbeeinflussbarkeit im Gesamtlebenszyklus entsprechend hoch. Bauherren sollten diese Chance mit aktivem Management, mit aktiver Auseinandersetzung für ihr Kerngeschäft nutzen.